Urheberrecht Getty Images. Fernando Alonso ist zweimaliger Weltmeister. Drei Tage nach seiner Rücktrittsankündigung zum Jahresende hat der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso Spanien zum Rundumschlag gegen die Formel 1 ausgeholt. Das könnte Sie auch interessieren. Hülkenbergs Problem. Jahr 2011, musste mich da durchbeißen, ich höre auf, weil die Action auf der Strecke meiner Meinung nach richtig schwach ist, sagte Alonso, der am Wochenende mit Toyota in der Langstreckenweltmeisterschaft im englischen Silverstone Qualifying SA ab 14.30 Uhr live im TV auf Sport 1 antritt. Der 37-Jährige konkretisierte seine Kritik: Wir reden in der Formel 1 über so viele Dinge, die abseits der Strecke stattfinden. Wir sprechen über Polemik, über Funksprüche. Wenn man das so häufig macht, ist das ein schlechtes Zeichen. Dann war die Action auf der Strecke nicht gut. Genau dieses Gefühl gibt mir die Formel 1 derzeit. Wie es für ihn persönlich weitergeht, verriet Alonso auch am Freitag nicht. Als wahrscheinlich gilt ein dauerhaftes Engagement in der IndyCar-Serie in den USA. Auch eine Fortsetzung seines Engagements in der Langstreckenweltmeisterschaft, in der er im Juni mit einem weit überlegenen Toyota die 24 Stunden von Le Mans gewann, scheint möglich. Alonso hatte zuletzt immer wieder erklärt, die sogenannte Triple Crown gewinnen zu wollen. Triumphe beim Grand Prix von Monaco, in Le Mans und bei den Indy 500 hat bislang nur der Brite Graham Hill geschafft. Mehr auf MSN.